Jetzt ist die Frage, Rheinland oder Westfalen? Von Marion Rippert. Die Coronas Tochter Corona. Mit Martin Fink. So, auch er mit den 6, damit aber sehr, sehr, sehr schnell rum. Ähnlich. Ähnlich wie Sebastian Adams. Also, wir sind gespannt auf die Zwischenzeit. 14, 15, 16 hin zu 17. Gefühlt, möchte ich sagen, ist er knapp dahinter. Ist er knapp dahinter, hat aber jetzt natürlich in der zweiten Hälfte noch die Chance, mit dieser Wendung zum Beispiel Zeit gut zu machen. Das tut er und holt richtig aus zum Letzten. Und damit 33,14 Sekunden erzielen. Volles Risiko gegangen auf den Letzten. Und das zahlt sich aus. Aber ganz, ganz stark machen die beiden das. Und damit ist der Titel seiner. Der deutsche Hallen-Champion, der Landesmeister aus dem Jahre 2018, kommt aus Westfalen. Martin Fink ist es. Landesmeister gewesen. Im letzten Jahr, das war ebenfalls schon ein richtig starkes Ding, als er dort diesen Titel holte. Damit nicht genug, krönt er sich in der Halle mit dem nächsten Titel, dem Hallenchampion, der Landesmeister. Ganz besonders diese letzten Meter, die waren es, die zu diesem Titel führten. Gratulation an Martin Fink, Gratulation an seinen